Flammen unseres Zorns werden uns den Sieg bringen. Ritter von Novelmore, seid standhaft! Meine Schuld wird Novelmore zerstört werden. Huhu, mein lieber Drache, ich muss da mal kurz unterbrechen. Was für eine spannende Geschichte. Gestatten Sir William Keen, königlicher Geschichtenerzähler, zu Ihren Diensten. Wie dem auch sei. Ich sehe, ihr habt die Raider von Burnham und die mutigen Ritter von Novelmore bereits kennengelernt. Dieser maskierte Ritter ist in Wirklichkeit Prinz Arwen, Sohn und Thronfolger von König John. Und das ist Gwyn. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als Ritterin zu sein. Doch diese berufliche Laufbahn ist laut König Johns Gesetz für Mädchen verboten. Was Quatsch ist, wenn ihr mich fragt. Dieser junge Mann ist Dario da Vinci. Ein junger Erfinder, dessen Genialität ebenfalls verboten ist. Hier der gute König John beim Hören der morgendlichen Nachrichten. Die Lima-Bohnenernte war äußerst ergiebig, der Glücksindex des Volkes ist gestiegen und die Wettervorhersage lautet wolkenloser Himmel mit vereinzelten Regenbögen. Exzellente Nachrichten, Scribbles. Danke, Hoheit. Nun, Vater, ich hingegen habe schlechte Nachrichten. Arwen, du weißt sehr wohl, dass schlechte Nachrichten in meinem Königreich absolut verboten sind. Vater, der Dämonenritter Lucifex hat uns herausgefordert und verlangt nach einem mutigen Gegner. Erlaubt mir, es mit ihm aufzunehmen. Das werde ich nicht. Sich mit der Außenwelt anzulegen, bringt nur Ärger, Zerstörung und Schlimmeres. Aber wenn ihm niemand entgegentritt, werden die Raider die fünf Königreiche womöglich angreifen. Das ist nicht unsere Sorge. Hallo. Entschuldigung, ich habe nur die undichte Leitung repariert. Alles wieder gut. Oh, Dario, du bist der schlechteste Hausmeister der Welt. Der Prinz hat recht. Jemand muss diese Herausforderung annehmen. Und ich bin genau die Richtige für diesen Job. Jahrelang hatte Lady Gwyn heimlich für genau solch eine Gelegenheit trainiert. Jetzt würde sie für ihr Land kämpfen und sich als würdige Ritterin erweisen. Sie wusste nicht, dass Prinz Arwen ebenfalls vorhatte, gegen Lucifex anzutreten, entgegen dem Wunsch seines Vaters. Was Dario betrifft, er gab seit Jahren vor, ein unfähiger Hausmeister zu sein. Doch jetzt war es an der Zeit zu handeln. Ihm war durchaus bewusst, dass der Prinz recht hatte. Lucifex musste besiegt werden. In seiner Werkstatt befand sich eine magische Waffe. Eine Rüstung, die er vor Jahren entworfen hatte, doch bis heute versteckt hielt. Das ist sie, die Invincibus! Und so macht Dario sich mit der magischen Rüstung im Gepäck auf den Weg, gegen den gefährlichsten Ritter des Landes zu kämpfen. Lucifex! Er wagt es, gegen Lucifex anzutreten! Den Baron der Blitze, den Fürst des Feuers, den König des Chaos! Ihr Esel der Explosionen oder mein und Byron? Zum Dahinschmelzen komisch genug! Sonder und Feuer, Lucifex! Du wirst mit dem Kämpfen warten müssen, bis sich jemand deiner Herausforderung stellt. Warte hier, Buttermilch. Ich muss dem hier und jetzt ein Ende bereiten. Gibt es denn niemanden, der es wagt, gegen meinen feurigen Champion zu kämpfen? Ich wage es! Du wagst es? Wer bist du? Zwei Ritter aus Novelmore? Aber warum kämpfen sie gegeneinander? Lucifex ist verwirrt. Wir sollten das Ganze noch etwas hitziger machen. Zeit für ein Feuerwerk! Ja! Vorsicht!
Trick werdet ihr teuer bezahlen. Ich werde dich grillen wie ein Würstchen, Ritter. Fähiger als ich. Doch er braucht Hilfe. Was in aller Welt ist das? Oh Mann, das ist verrückt. Aber auf eine gute Art verrückt. Das ist unmöglich. Diese Klinge wurde aus reinem Pyrrhonium geschmiedet. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ach du heiliger Hochofen! Diese Rüstung ist ja wie eine Ein-Mann-Armee. Lucifex blüht vor Scham. Richt mich, meine Brüder! Aber das gefällt mir. Raider, löscht eure Flammen! Soll ich nun etwa gegen euch antreten, Lord Byron? Nein, Herr Ritter, wir ergeben uns, so wie lodernde Flammen sich dem Sturm unterwerfen. Überreiche ihm die Siegesfackel. Oh, die Siegesfackel, aber gerne. Sie befindet sich in dieser kleinen Schachtel. Kapitulation akzeptiert. Ich hoffe... Die Rüstung! Schnappt euch eine Rüstung! Feuer und Schwefel, bringt mir diese Rüstung! Wenn die Raider sie in die Hände bekommen, sind sie unbesiegbar! Wieder Sir William. Ich wollte nur sagen, das war jetzt die Stelle, an der wir angefangen haben. Und weiter geht's. Es gibt nur einen, der uns jetzt noch helfen kann. Wo ist deine Wunderrüstung, Ritter? Dich besiege ich auch ohne sie, Schurke. Ich auch. Ich auch. Ich kann mich nicht bewegen. Was kann das sein? Nicht was. Wer? Ein Zauberer aus dem Violet Vale. Um genau zu sein, ein Zeitzauberer, wie man sieht. Ich bin Timitor und es scheint, als käme ich genau zur richtigen... Zeit? Bitte unterbrech mich nicht. Das nehme ich. Keine Sorge, bei mir ist sie in Sicherheit oder mein Name ist nicht länger, wie war er noch? Wie dem auch sei, ich höre jetzt auf mit dieser Zeitanhalterei, es kann gleich weitergehen. Drockkopf auf Imi! Und Raider? Immer noch kampflustig? Nächstes Mal, Ritter! Dann werden wir eure Stadt niederbrennen und eure Burg in Schutt und Asche legen! Ihr habt tapfer gekämpft, Ritter. Wie ist euer Name? Gwyn!
Flynn! Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Sir Flynn. Zum Glück hast du mein Signal gesehen, Timito. Ich hatte dich davor gewarnt, diese Rüstung herzustellen, Dario. Deine Erfindungen sind wie meine Magie. Man kann sie sowohl für Gutes als auch Böses verwenden. Vergiss nicht, mein Freund. Nur weil du etwas erschaffen kannst, solltest du es nicht unbedingt tun. Ah, keine Sorge. Unsere drei Helden werden sich schon bald wiedersehen, wenn der anstehende Kampf um Novelmore alles Ehrenhafte, Aufrechte und Gute auf der Welt bedroht. Und was die Invincibus betrifft, fürs Erste ruht sie. Aber schon bald wird sie das Zünglein an der Waage zwischen Sieg und Niederlage sein.